Ja, liebe Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, willkommen zurück bei den Grenzflächen in der Verfahrenstechnik. Wir stecken mitten im Kapitel für feste Grenzflächen und werden da heute weitermachen mit dem zweiten Teil. Heute soll es gehen um Adsorption von Molekülen auf Oberflächen und dann um Charakterisierung von Oberflächen und Modifizierung von Oberflächen. Bevor wir da einsteigen, möchte ich nochmal kurz wie immer wiederholen, was wir in der letzten Stunde gelernt haben. Da ging es um eine Einführung in die festen Oberflächen. Wir haben uns damit beschäftigt, was der Unterschied zwischen festen und flüssigen Grenzflächen ist. Also in dem Fall, dass bei festen Oberflächen die Moleküle oder Atome gebunden sind und dadurch kann ich das nicht so einfach messen, oder wenn ich eine Oberfläche vergrößere, was ich machen muss, um die Oberflächenspannung oder die Oberflächenenergie zu bestimmen, ist es bei einer Flüssigkeit einfach, bei einem Feststoff nicht, weil dadurch, dass die Bindungen viel stärker sind und die Dynamik viel niedriger, kann ich einfach nicht beliebig Moleküle an die Oberfläche bringen, sondern strecke chemische Bindungen. Dazu kommt noch, dass bei kristallinen Oberflächen verschiedene Kristallfacetten da sein können und die haben unterschiedliche Grenzflächen, Oberflächenenergien, dadurch, dass verschieden viele Nachbarn bei den Atomen oder die Atome an der Oberfläche verschieden viele Nachbarn haben, je nachdem, welche Facette wir uns anschauen. Und wir haben bei Oberflächen natürlich auch immer irgendwelche Defekte und so weiter und so fort. Dann haben wir uns nichtsdestotrotz daran gemacht, zu versuchen, zu bestimmen oder zu versuchen, zu überlegen, wie man die Oberflächenenergie von so Feststoffen bestimmen kann. Wir haben erst gesehen, dass wir einfach Materialien auseinanderbrechen können und dann die Kraft, die wir brauchen oder die Energie, die wir aufbringen müssen, damit zu korrelieren, wie die Oberflächenspannung aussieht oder die Oberflächenenergie aussieht, und haben gesehen, dass es für sogenannte Van der Waals-Kristalle gut funktioniert, für kovalente Kristalle da verschiedene Probleme auftauchen, und haben uns dann Pulvern gewidmet und haben insbesondere die Washburn-Gleichung hergeleitet und gesehen, wie über die Dynamik der Infiltration mit einer Flüssigkeit, wie ihr dann den Kontaktwinkel von der Flüssigkeit mit einem unbekannten Pulver und auch die Oberflächenenergie des Pulvers bestimmen können. Genau, und heute im zweiten Teil wollen wir uns jetzt diesem Phänomen der Adsorption noch ein bisschen näher rangehen. Und wie ich das schon gesagt hatte, dadurch, dass feste Oberflächen in der Regel oder oft eine hohe Oberflächenenergie haben können, sind die sozusagen bevorzugt daran interessiert, Moleküle aus der Gasphase auf sich zu adsorbieren, weil wenn ich von der Gasphase aus schaue, habe ich dann auf einmal eine Oberfläche, die gar nicht wirklich die Atome des Feststoffs zeigen, sondern eben diese adsorbierten Moleküle. Das schauen wir uns jetzt gleich direkt an. Und dann werden wir auch sehen, wie wir uns diesen Adsorptionsprozess zunutze machen können, um sehr definiert und sehr gezielt die Oberfläche von so einem Feststoff zu modifizieren und damit auch ganz dramatisch die Oberflächeneigenschaften einzustellen. Aber eins nach dem anderen, wir fangen an mit dem Phänomen der Adsorption. Adsorption, falls man das nicht weiß, kann man das nachschauen bei Wikipedia oder sowas, ist das Anreichern von der Substanz an der Oberfläche. Das haben wir schon mal kennengelernt im Rahmen von Tensiden, die eben auch an der Luftwassergrenzfläche adsorbieren. Und jetzt schauen wir uns an, was bei einer Oberfläche passiert. Adsorption generell passiert auf allen festen Oberflächen, die irgendwie in Kontakt sind mit Gasmolekülen, bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber das liegt daran, dass sich Moleküle gegenseitig anziehen und wir haben Van der Waals-Kräfte, die zwischen den Molekülen wirken und dazu führen, dass Atome oder Moleküle aus der Gasphase angezogen werden. Und zum Zweiten ist es natürlich so, dass wir durch diese Adsorption, wie ich gerade schon gesagt hatte, die Oberflächenenergie verändern können. Ja, technisch ist es extrem wichtig, dieser Adsorptionsvorgang. Wenn Sie sich nur vorstellen, Katalyse, heterogene Katalyse, basiert quasi nur auf Adsorption. Sie müssen das Edukt auf eine katalytisch aktive Fläche bekommen. Und wenn es da adsorbiert, kann es auch eine Reaktion eingehen, dadurch, dass sich die elektronische Struktur von dem Molekül verändert und dann entsprechend umgewandelt werden in ein Produkt. Aber auch Oberflächen funktionalisieren in allen Möglichkeiten basiert darauf, dass wir natürlich erstmal was auf die Oberfläche bekommen müssen. Und ich meine auch Reinigungsschritte, Waschvorgänge und sowas ist ja im Prinzip nur Adsorption dann falsch rum gedacht, indem man Sachen wieder runterholt. Wir unterscheiden da zwei verschiedene Szenarien. Das eine nennt sich Physisorption. Da ist es so, dass die Absorption von physikalischen Wechselwirkungen dominiert wird. Das sind diese Van der Waals-Kräfte, die ich eben schon angesprochen habe und die wir auch in späteren Folgen der Vorlesung noch uns genauer anschauen werden. Und das Wichtige ist da, dass sich die molekulare Struktur des Moleküls, was auf der Oberfläche adsorbiert, nicht ändert. Und typisch ist es, dass in dem Prozess kann man relativ schnell adsorbieren und desorbieren. Also das klebt einfach nicht so stark, wenn Sie so wollen. Und die Moleküle sind auch beweglich auf der Oberfläche. Im Gegensatz dazu gibt es auch Chemisorption. Da wird das
Molekül, was auf der Oberfläche adsorbiert ist, chemisch an die Oberfläche gebunden. Und das geht natürlich einher mit einer Änderung in der molekularen Struktur der Oberfläche. Und das führt auch dazu, dass die Mobilität natürlich dann erniedrigt wird, einfach weil eine Bindung da ist und dann entsprechend sich das Molekül nicht mehr bewegen kann. Okay, so ein ganz wichtiger Punkt, und ich werde schätzen, dass Sie mich im Laufe dieser Vorlesung mindestens einmal dabei erwischen, dass ich den Fehler auch mache. Adsorption ist nicht gleich Absorption. Das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Adsorption bedeutet, irgendwas passiert auf der Oberfläche. Absorption heißt, ein Material oder ein Molekül oder was auch immer das ist, wird in ein Material aufgesogen. Also Adsorption ist was, ich bringe was auf eine Oberfläche. Absorption ist, ein Schwamm saugt sich mit Wasser voll, Licht wird absorbiert von irgendwelchen, von Sonnencreme oder sowas, ne, UV-Strahlung, also irgendwas, was im Volumen passiert. Das heißt, die beiden, obwohl sie sich so gleich anhören, haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Dann vielleicht so ein paar Definitionen. Typische Adsorbenten sind Metalloberflächen. Das liegt daran, dass die starke Oberflächenenergien haben, hohe. Adsorbent ist quasi hier der Feststoff. Das Adsorbat ist das, was die Schicht bildet. Und das Absorptiv ist das, das Molekül in der Gasphase, was rumfliegt und irgendwann auf die Oberfläche kommt. Kohlenstoffe, Aktivkohle und sowas natürlich auch ganz bekannt dafür, dass es gut Sachen adsorbieren kann. Und das liegt daran, dass einfach eine ganz hohe Oberfläche da vorhanden ist. Zeolithe, Silikagele, Metal Organic Frameworks oder MOF, also verschiedene poröse Materialien, sind immer gut als Adsorbenten. Und ja, generell Partikel, Kristalle und so weiter. Katalysatoren, habe ich schon gesagt, basieren auch darauf, dass Edukte darauf adsorbieren und dann die Reaktion ablaufen kann. Bei Kristallen ist noch das Besondere, dass es da die Adsorption davon abhängen kann, auf welche Kristallfacette Moleküle treffen, und das wiederum kann verwendet werden, um zu steuern, wie am Ende zum Beispiel Nanopartikel aussieht. So kann man dann schöne Stäbchen herstellen und so weiter. Da möchte ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, das können wir ein bisschen diskutieren, wenn es um Partikel geht. Okay, so, wenn wir jetzt uns Adsorption anschauen, dann messen wir immer die Adsorptionsfunktion, das ist das große Gamma hier, als Funktion von der Temperatur. Eine höhere Temperatur sorgt dafür, dass sich die Moleküle schneller bewegen, und als Funktion vom Druck. Und das ist natürlich auch klar, je mehr Material da ist, desto mehr kann auch adsorbieren. Und es gibt zwei ganz typische Verhalten. Das eine ist das sogenannte Langmuir-Verhalten oder bildet eine Langmuir-Isotherme. Isotherme heißt, es wird bei der gleichen Temperatur gemessen. Wir verändern den Partialdruck bis zu einer Sättigung und messen, wie viel Material auf die Oberfläche geht. Und das ist hier diese Oberflächen, die Anzahl der Moleküle auf der Oberfläche, Großgamma. Oder es gibt das sogenannte BET nach Brunauer, Emmett und Tetter Isotherme, und die erlaubt auch die Bildung von Mehrfachschichten. Also hier sehen Sie, das sättigt sich, wenn die Oberfläche voll ist. Und hier sehen Sie, es sättigt sich am Anfang und dann geht es hier weiter hoch. Und jetzt möchte ich mit Ihnen ein bisschen im Detail diskutieren, wie wir so eine Langmuir oder so ein Langmuir-Verhalten herleiten. Und dann zeige ich Ihnen nur ein paar Beispiele für dieses BET-Verhalten. Und für die Langmuir-Isotherme möchte ich das mit Ihnen ein bisschen an der Tafel durchsprechen. Da schauen wir uns folgendes Szenario an. Wir haben eine freie Oberfläche. Halte die einfach mal so hier hin. Und auf der Oberfläche haben wir freie Bindungsstellen oder Adsorptionsstellen, an denen Moleküle adsorbieren können. Ich male die einfach mal hier so rein. Also stellen Sie sich das vor wie so ein Eierkarton, und hier können jetzt sozusagen die einzelnen Moleküle adsorbieren. Das sind hier, also wir haben hier definierte hier sind die Adsorptionsstellen, und wir haben eine definierte Anzahl an diesen Stellen.
an und die nennen wir groß S. Und die weitere Einschränkung ist, es gibt nur eine Lage an Adsorptionsmolekülen möglich. Das heißt, S hat auch irgendwie einen Endpunkt. Wenn die ganze Oberfläche voll ist, dann ist S gesättigt und es geht nicht mehr weiter. So, jetzt schauen wir uns ein bisschen an, wie diese Stellen aussehen. Wir haben also total S-Stellen. Die unterteilen wir jetzt in Stellen, die belegt sind. Das nennen wir S1 und damit ist auch klar, wie viele Stellen noch frei sind. S0 und das ist entsprechend S-S1, ne, gesamte Stellen minus deren, die schon besetzt sind. So, und jetzt gibt es zwei Vorgänge, die hier stattfinden. Zum einen haben wir den Adsorptionsvorgang. Und der Adsorptionsvorgang wird beschrieben durch eine Adsorptionsrate RA für Adsorption. Und die Rate wird bestimmt durch eine bestimmte Adsorptionsgeschwindigkeit, Ka. Adsorptionsgeschwindigkeit mal dem Druck. Und das ist wichtig, weil der Druck gibt natürlich die Anzahl der Moleküle, die in der Gasphase sind. Und je mehr Moleküle in der Gasphase sind, desto mehr prallen auch zu einem bestimmten Zeitpunkt auf die Oberfläche und können entsprechend adsorbieren. Also muss die Rate proportional zum Druck sein. Also hier ist der Druck. Wie gesagt, das entspricht der Anzahl der Moleküle in der Gasphase. Und je mehr freie Stellen ich habe, desto mehr kann ich auch adsorbieren. Alles, was schon belegt ist, trägt nicht mehr zur Adsorption bei. Also muss das proportional sein zu S0. Und dann haben wir den zweiten Vorgang, quasi der Gegenspieler. Das ist die Desorption. Das heißt, wie schnell, mit welcher Rate gehen die Moleküle wieder von der Oberfläche weg. Und die D, das hier ist ein O, das ist ein R, Desorption. RD, ne, analog zur Rate der Adsorption, ist es die Rate der Desorption. Das hängt von der Geschwindigkeit ab, wie effizient die Moleküle wieder weggehen können, KD, also der Geschwindigkeitskonstante hier, und von der Anzahl der Moleküle, die schon auf der Oberfläche sitzen. Und das ist hier S1, also die belegten Stellen. Und jetzt ganz wichtig, die Desorption hängt nicht vom Druck ab. Weil für die Oberfläche ist erstmal egal, wie viele Moleküle zur Verfügung stehen im Reservoir und adsorbieren können. Weil hier geht es ja nur darum, die Moleküle, die schon auf der Oberfläche sind, wie schnell die wieder weggehen. Und das hängt nämlich nur davon ab, wie viele Moleküle auf der Oberfläche sind und nicht, wie viele Moleküle sonst irgendwo sind. Das heißt, wir haben hier die zwei verschiedenen Raten, und das kann man ja immer noch nicht lesen hier, Desorption, so. Und jetzt setzen wir das einfach gleich. Na, im Gleichgewicht, wenn ich das eine Zeit lang äquilibriere bei einem bestimmten Druck, dann müssen die beiden Raten gleich sein und es stellt sich eine bestimmte Oberflächenbelegung ein. Das heißt hier im Gleichgewicht ist entsprechend RA mal RD. Und jetzt kann ich einfach die Werte hier einsetzen und bekomme dann Ka, Adsorptionsgeschwindigkeit mal Druck mal S0 ist gleich Ka, also das ist jetzt erstmal hier Kd mal S1 und das kann ich jetzt wiederum umformen. Für S0 kann ich einsetzen S minus S1 und dann steht hier entsprechend
Ka mal P mal S minus S1 ist gleich Kd mal S1. Naja, und jetzt kann ich das hier natürlich ausmultiplizieren. Dann steht hier Ka mal P mal S. Ich schreibe es nochmal hier hin. Ka mal P mal S minus Ka mal P mal S1. Und hier drüben ändert sich nichts. Kd mal S1. Und jetzt kann ich das auflösen nach S1. Also ich kann das hier rüberbringen. Dann steht hier Ka mal P mal S ist gleich Kd S1 plus Ka P S1. Also Kps K Ka mal P plus Kd mal S1. Okay, und jetzt kann ich das einfach noch ein bisschen weiter umformen. Ich teile jetzt hier durch das hier, bringe den Wert hier rüber und dann bekomme ich, bringe den Wert hier rüber und dann bekomme ich hier S1 durch S, also die Anzahl der Stellen, die belegt sind, geteilt durch die Gesamtstellen S. Und das ist natürlich dann einfach das hier geteilt durch das hier, also Ka mal P geteilt durch Kd plus Ka mal P. Okay, und jetzt kann ich hier das noch ein bisschen weiter umformen. Ich gehe vielleicht mal auf die nächste Seite. Ich teile hier nochmal durch Kd. Und dadurch bekomme ich hier immer einen Wert Ka durch Kd und hier entsteht dann Kd durch Kd ist 1. Dann bekomme ich hier, mache ich einfach auf der nächsten Seite weiter. S1 durch S ist gleich Ka durch Kd mal P und hier steht 1 plus Ka durch Kd mal P. Und Sie sehen, jetzt habe ich keine einzelnen Ka's und Kd's mehr, sondern immer nur das Verhältnis der Geschwindigkeit von Adsorption im Vergleich zu Desorption. Und jetzt können wir zwei Sachen definieren. Zum einen definieren wir Oberflächenbelegung. Das nennen wir groß Theta und das ist nichts anderes als die Anzahl der belegten Stellen durch die Gesamtanzahl der Stellen, also wie viel Prozent, wenn Sie so wollen, oder dimensionslos, ne? S1 durch S0, wie viele der Stellen belegt sind. Und wir definieren die sogenannte Langwierkonstante und das ist genau das Verhältnis der beiden Geschwindigkeitskonstanten. Und Langmuir, Erwin Langmuir, war der Wissenschaftler, der das erfunden hat. Gut, oder entwickelt hat. Groß KL ist gleich Ka durch Kd. Und diese Langmuir-Konstante gibt an, wie effektiv der Adsorptionsvorgang ist. Also je schneller ich adsorbiere im Vergleich zu desorbiere, desto schneller wird natürlich die Oberfläche voll und umgekehrt. Das heißt, das ist wirklich das Maß, wie schnell die Oberfläche belegt wird. So, und jetzt kann ich das hier alles einsetzen. Und dann bekomme ich dann hier raus, Theta ist gleich KL mal P geteilt durch 1 plus KL mal P. Und das ist die Gleichung, die die Langmuir-Isotherme beschreibt. Man kann das jetzt auch, wenn man möchte, dieses Theta hier ist analog zu Groß Gamma, also die Anzahl der Moleküle auf der Oberfläche, geteilt durch Gamma
Mono, ne, beschreibt nichts anderes. Das ist die Anzahl der Moleküle in der kompletten Schicht. Das ist die Anzahl der Moleküle. Aber ist ja klar, analog zu den freien und belegten Stellen. Okay, jetzt kann man sich kurz anschauen, wie sieht denn so eine Isotherme aus. Ich mache das jetzt so, wenn Sie überlegen, für P gleich 0, wird Theta offensichtlich gleich 0, macht ja auch Sinn. Wenn der Partialdruck 0 ist, sind keine Moleküle da, kann auch nichts adsorbieren. Wenn der Druck jetzt immer größer wird, dann fällt der Wert hier, dieses 1, immer weniger ins Gewicht und das Ganze geht gegen 1. Das heißt, wir haben irgendwie einen Verlauf Theta gegen den Druck P und das verläuft so, genau wie Sie es vorher schon auf dem Schema hatten. Jetzt möchte man oft es natürlich ein bisschen einfacher machen, dass man diese Belegung auch messen kann und dazu müssen wir es ein bisschen umformen und versuchen auf Messgrößen, die wir typischerweise gut in den Griff bekommen, dieses KL kennen wir halt nicht so besonders gut, wie wir das bestimmen können. Das heißt, ich fahre vielleicht mal hier rüber, was wir machen müssen, ist Bestimmung von KL. Und das machen wir, damit wir die Effizienz von diesem Adsorptionsvorgang eben genau quantifizieren können. Bestimmung von der Langmuir-Konstante. Und dazu müssen wir die Gleichung erstmal linearisieren. Also ich schreibe es hier gerade nochmal hin. Wir haben hier KL mal Theta mal P. KL mal P mal Theta. Also ich nehme hier forme die Gleichung hier ein bisschen um. Ich bringe den Term hier rüber und multipliziere die Klammer aus. Das heißt, das ist der erste Term. Und dann habe ich hier noch plus Theta. Das kommt von der 1 hier. Und hier drüben bleibt KL mal P stehen. Mal P. So, und jetzt muss ich mir überlegen, wie kann ich diese einzelnen Ausdrücke, insbesondere dieses Theta hier, auf was zurückführen, was ich messen kann. Und typische Messgrößen sind Druck oder Volumen oder sowas. Und jetzt definiere ich einfach, dass dieses Theta hier ist das Volumen vom adsorbierten Gas durch V m das Volumen einer Monolage. Ja, und das hier. Den Druck kann ich sowieso einstellen und jetzt habe ich hier ein Volumen als Messgröße, was ich zum Beispiel über die Gewichtszunahme oder über die Veränderung von der Oberfläche mir anschauen kann. Und jetzt kann ich das hier einfügen. Das heißt, ich bekomme hier KL mal P mal V durch Volumen der Monolage plus V durch Volumen der Monolage. Das ist der linke Teil der Gleichung hier. Und hier steht einfach S gleich KL mal P. Und jetzt forme ich noch ein kleines bisschen um, indem ich hier teile durch V und ich teile auch durch die Langmuir-Konstante. Das heißt, auf der linken oder auf der rechten Seite hier, die schreibe ich jetzt nach links, entsteht P durch V. Und auf der rechten Seite entsteht zum einen KL durch KL ist 1, das durch V ist weg, also P durch V-Monolage und auf der hier ist das V weg und es entsteht 1 durch Vm mal KL. So, und Sie sehen, P, wie gesagt, kann ich einstellen, V kann ich durch Gewichtsänderung, also den Verlust von Molekülen oder die Adsorption von den Molekülen, einstellen oder messen. Das heißt, hier habe ich Größen, die ich messen kann. Und jetzt kann ich das eigentlich relativ einfach auftragen. Ich trage auf PV gegen P, also reine Messgrößen. Und dann bekomme ich, wie Sie sehen,
VM, das Volumen von der Monolage. Das brauche ich wiederum, um dieses Theta zu bestimmen. Und das KL ausgewertet. Wie mache ich das? Also ich trage hier auf. P durch V. Und hier trage ich auf P. Und jetzt bekomme ich eine Gerade. Und aus der Gerade kann ich bestimmen, zum einen aus der Steigung, das ist der Teil hier, das ist 1 durch Vm. Und aus dem Achsenabschnitt hier lese ich ab, 1 durch Kl mal Vm. Und so bestimme ich jetzt gleichzeitig letztendlich das Theta, also die Oberflächenbelegung und insbesondere die Langmuir-Konstante. Gut. Das heißt, so kann ich durch relativ einfache Beschreibungen mir meinen Adsorptionsvorgang zurechtlegen. Und jetzt schauen wir uns den nochmal ein bisschen an. Also, wie Sie sehen, hier ist das genau das, was wir jetzt hier rausbekommen haben, die Langmuir-Isotherme. Und hier ist nochmal genau die Herleitung davon. Das haben wir jetzt alles gemacht. Und Sie sehen wiederum hier den Plot, wie ich das bestimmen kann. Und hier sind jetzt mal Beispiele. Also Langmuir-Isothermen für drei verschiedene Langmuir-Konstanten. Wir hatten schon gesagt, die Langmuir-Konstante gibt an, wie effizient der Adsorptionsvorgang ist. Das heißt, je höher der Wert der Langmuir-Konstante, desto schneller wird die Oberfläche abgesättigt oder desto niedriger ist der Partialdruck, bei dem die Oberfläche schon hohe Belegungen hat. Das ist genau das, was Sie hier sehen. P durch P0 ist der Partialdruck und Sie sehen, für einen Wert von 5 müssen Sie relativ lang warten. Ich sage mal irgendwie so hier, vielleicht 0,6, 0,7, bis Sie eine effiziente Belegung haben, und wenn jetzt der Wert hochgeht, dann sehen Sie, die Kurve hier wird immer steiler, und bei KL gleich 20 haben Sie halt irgendwie den gleichen Wert schon erreicht bei, weiß nicht, 0,1 oder sowas. Also viel weniger Moleküle brauchen Sie, um die Oberfläche abzusättigen, weil die Tendenz der Moleküle zu adsorbieren viel höher ist im Vergleich zur Desorption. Und hier ist mal so ein Beispiel aus der Literatur. Hier geht es um die Adsorption von Proteinen auf einem Polymer, und Sie sehen, hier ist aufgetragen die Masse an adsorbierten Proteinen, und hier ist die Masse am freien Protein, also das hier entspricht sozusagen dem Partialdruck, wie viel Material zur Verfügung steht, und das entspricht hier der Belegung der Oberfläche, wie viel Material adsorbiert werden kann, und Sie sehen auch hier, temperaturabhängig, je nachdem wie hoch die Temperatur ist, verändert sich dieses Adsorptionsverhalten, und es folgt genau diesen Langmuir-Isothermenwerten. Und das ist was ganz Typisches, was Sie in ganz vielen verschiedenen Anwendungen und ganz vielen verschiedenen Systemen finden. Immer wenn eine Oberfläche nur mit einer Lage abgesättigt werden kann, hier, das indiziert sozusagen, dass das Protein nicht auf einem anderen Protein adsorbieren möchte, sondern lieber auf der freien Oberfläche, dann finden Sie so ein Langmuir-Verhalten. Gut, jetzt gibt es auch den zweiten Fall, dass das, in dem Fall jetzt das Protein oder Moleküle, genauso gut auf der Oberfläche adsorbieren wie auch auf sich selbst. Das heißt, Sie bekommen immer mehr auch Multilagen, und das ist das, was Sie hier sehen. Dann bekommen Sie ein Verhalten, was sich dann hier ändert. Das heißt, Sie haben hier erst auch so ein Langmuir-artiges Verhalten und dann geht es hier weiter hoch. Und dann haben Sie die BET-Isotherme und der hier heißt Teller. Ich habe mich vorhin, ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, dass ich gezögert habe. Vorne steht Theta, ist natürlich Teller hier, was diese Multilagen-Adsorption beschreibt. Und auch da kann man eine Gleichung herleiten. Das möchte ich jetzt hier nicht machen. Ich gehe mit Ihnen das ganz kurz durch. Also auch hier wieder können Sie das Volumen im Vergleich zum Volumen einer Monolage bestimmen. Das, wie gesagt, adsorbierte Volumen können Sie einfach über Massenzunahmen oder sowas messen. Und dann bekommen Sie einen Zusammenhang, der ein bisschen anders aussieht. C ist das analog zur Langmuir-Konstante, also ist die Adsorptionskonstante. Und Y ist hier der Partialdruck. Und dann haben Sie halt auch irgendwie hier so einen Ausdruck. Und der beschreibt dann das hier. Wichtig ist hier, dass V eben auch größer als V-Mono werden kann. Dann können Sie es auch linearisieren und dann können Sie auch wieder die einzelnen Konstanten hier rausfuchsen. Sie sehen hier, wenn Sie das hier auftragen, dann bekommen Sie wieder C raus und dann können Sie das messen. C und V-Mono haben Sie dann wiederum die Möglichkeit, diese Konstanten zu bestimmen und auch die Effizienz der Adsorption. Was macht man mit diesen BET-Isothermen oft? Da bestimmt man die Oberflächengröße mit, also man nimmt sozusagen den Adsorptionsvorgang nicht, um Adsorption zu charakterisieren, sondern um Rückschlüsse zu ziehen auf die Oberfläche. Also Sie bestimmen, wenn Sie so wollen, erst die Anzahl der freien Stellen. Und was macht man da? Man misst das Volumen, die Volumenzunahme als eine Funktion des Partialdrucks, und dann sind Sie hier in diesem
linearen Bereich. Den findet man bei kleinen Werten. Und dann können Sie hier ausrechnen, die gesamte Oberfläche. Sie wissen die Oberfläche von dem Gas, dann haben Sie die Avogadro-Konstante. Sie wissen, wie viel Volumen adsorbiert worden ist. Und wenn Sie wissen, welche Oberfläche ein Gasmolekül braucht, dann wissen Sie am Ende auch, wie viele freie Stellen Sie haben, um diese Gasmoleküle unterzubringen. Das sieht man jetzt hier nochmal. Hier ist dieser lineare Bereich, mit dem Sie das dann machen können. Und das wird tatsächlich auch industriell oder ganz vielfältig angewendet, um einfach poröse Materialien zu charakterisieren. Gerade wenn Sie Materialien als zum Beispiel Luftfilter oder sowas verwenden, möchten Sie halt eine große Oberfläche, damit Sie möglichst viel adsorbieren können. Und so bekommt man das heraus. Auch hier zwei Beispiele für die Isothermen. Hier sehen Sie auch wiederum aus dem Buch von Butt, BET-Isothermen für verschiedene Werte von diesem Parameter C. Und Sie sehen, je größer C ist, desto schneller haben Sie hier eine Sättigung. Das ist also genau analog zu dem Langmuir-Verhalten. Und je kleiner C ist, desto länger dauert es. Aber wenn erstmal eine Lage abgeschieden ist, dann können die Moleküle immer noch weiter auf sich selbst kondensieren, ne, und dann immer dickeren Film bilden. Und dann geht es hier dann trotzdem hoch. Sie sehen hier Tau über Tau Mono, Gamma über Gamma Mono. Kann hier größer als 1 werden. Das hier ist quasi der Langmuir-Bereich und alles, was hier drüber hinweg geht, wird von der Langmuir-Isotherme einfach nicht mehr gefunden. Und hier ist jetzt noch so ein Beispiel für zum Beispiel Absorption auf Silika und auf Aluminium. Und Sie sehen auch, es nimmt immer weiter zu. Und hier ist nochmal so zwei weitere Beispiele, wie man so Bleioxidpartikel verwenden kann, was für Volumen da drauf absorbiert. Und hier ist es die Adsorption oder das Verhalten von mesoporösen Silikapartikeln. Und da sehen Sie auch, dass Sie aus dem Bereich können sich jetzt hier genau ausrechnen, wie groß die Oberfläche ist in so einem mesoporösen Silikapartikel beispielsweise. Also ein Partikel mit einer sehr hohen Oberfläche. Okay, so viel zum Verhalten von Molekülen auf Oberflächen oder wie Moleküle auf Oberflächen kommen. Jetzt möchte ich hier einen kurzen Schnitt machen, wenn Sie so wollen. Wir kommen auf diese Adsorption später nochmal zu sprechen, im Sinne von der Oberflächenfunktionalisierung oder Modifizierung. Aber jetzt möchte ich ein bisschen übergehen in, wie kann man Oberflächen eigentlich charakterisieren. Und dazu wäre die erste Frage, die ich an Sie habe, und da können Sie sich ein bisschen Zeit nehmen, sich mal zu fragen, welche Eigenschaften oder welche Funktionen von der Oberfläche möchten wir eigentlich kennen oder was brauchen wir, um eine Oberfläche vollständig zu charakterisieren. Denken Sie darüber nach. Ich mache hier ein bisschen Platz. Und wenn Sie darüber nachdenken, dann werden wir auch darauf kommen, welche Methoden wir anwenden können, um diese Eigenschaften zu bekommen. Ja, wie ist das mit Oberflächen? Was kann uns interessieren an der Oberfläche? Ja, zum einen können wir daran interessiert sein, wie sieht denn die Topografie von der Oberfläche aus? Also ist die Oberfläche rau, ist die Oberfläche flach, was für Strukturen sind auf der Oberfläche? Da denken Sie mal ein bisschen dran, als wir über die Lotuspflanze geredet haben, da war es ja ganz entscheidend, wie die Benetzung aussieht oder wie die Rauigkeit ist, um das Benetzungsverhalten zu optimieren oder in dem Fall Entnetzungsverhalten. Dann kann uns natürlich die chemische Zusammensetzung von der Oberfläche, also welche chemischen Elemente haben wir auf der Oberfläche interessieren. Dann kann uns auch interessieren, wie ist denn die Adhäsion zur Oberfläche. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Moleküle adsorbiert sind auf der Oberfläche, ist die Frage,
was ist da adsorbiert auf der Oberfläche, ne, was für eine molekulare Struktur haben wir an der Oberfläche und vielleicht auch, wie ist die Bindungsenergie von Oberflächenatomen und so weiter. Und warum das so komisch sortiert ist, sehen Sie jetzt gleich. Hier habe ich nämlich direkt mal zusammengefasst, was für Methoden es gibt, um so Oberflächen zu charakterisieren. Zum einen können wir über Elektronenmikroskopie, insbesondere Rasterkraftmikroskopie, Scanning Electron Microscopy, die Oberfläche mit Elektronen beschießen und dann Informationen über die Oberflächenzusammensetzung und vor allem die Bildgebung der Oberfläche, also die Topografie, anschauen. Dann gibt es was, das heißt Rasterkraftmikroskopie, Atomic Force Microscopy. Da haben wir eine kleine Nadel, die auf der Oberfläche lang läuft und so die Topografie aufzeichnet. Und das kann man verwenden, wie gesagt, für Topografie, für Material und insbesondere auch, um Wechselwirkungen auf der Oberfläche anzuschauen. Dann haben wir verschiedene spektroskopische Methoden, also zum einen Infrarotspektroskopie oder oberflächenbasierte Infrarotspektroskopie und Raman-Spektroskopie. Die beiden sind ja relativ ähnlich detektieren sozusagen molekulare Vibrationen. Und wenn man jetzt das richtig macht, dann kriegt man diese molekularen Vibrationen nur an der Oberfläche und darauf kann man dann sehen, was für organische Moleküle insbesondere auf der Oberfläche sind. Und dann gibt es noch XPS, Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie oder X-Ray-Photoelektronen-Spektroskopie. Und das schaut sich an, was für Elektronen durch Röntgenabsorption an dem Material freigesetzt werden. Und daraus bekommt man sehr detaillierte Informationen über den Bindungszustand und die Methode ist sehr oberflächensensitiv und kann daher dann nicht nur die Bindung, also nicht nur die chemische Zusammensetzung, sondern auch wirklich, was für das chemische Umfeld, also zum Beispiel beim Kohlenstoffatom, ob das in einer Carbonylgruppe drin ist, ob das in einer aliphatischen Gruppe drin ist, in einem aromatischen Ring oder sowas und die molekulare Struktur auf der Oberfläche sehr gut aufklären. Jetzt ist natürlich in Anbetracht der Zeit, und das ist ja keine Spektroskopie-Vorlesung, möchte ich Ihnen nur so einen ganz kurzen Vogelperspektiven-Überblick geben. Und ich möchte mich insbesondere auf die beiden Methoden hier beschränken, um Ihnen zu zeigen, was man wirklich machen kann, um an bildgebenden Verfahren, um Oberflächen anzuschauen. Für die Methoden würde ich Sie weiterverweisen an spezialisierte Vorlesungen. Die gibt es sowohl hier an der Uni als auch überall anders und finden Sie mit Sicherheit. Gut, wie ist das mit der Raster Elektronenmikroskopie oder Scanning Electron Microscopy? Also das ist im Prinzip ähnlich wie ein normales optisches Mikroskop. Wir haben hier eine sogenannte Elektronenkanone, also ein Material, was Elektronen schnell ausscheiden kann. Jetzt geht hier ein Elektronenstrahl durch und der wird jetzt wie bei einem normalen Mikroskop über verschiedene Linsen, in dem Fall sind es elektromagnetische Linsen, also Magnetspulen, werden die kondensiert, ne, und fokussiert hier und letztendlich werden dann hier über solche elektromagnetischen Einheiten, hier diese Deflection Coils, wird der Strahl hier verändert und kann so über die Oberfläche drüber gerastert werden. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt kommt auf der Probe, die ist hier, an einem bestimmten Ort kommen die Elektronen an und dann werden wir gleich sehen, wie die detektiert werden können. Die kommen jetzt hier, sind die Detektoren und jetzt rastert der Strahl hier über die Oberfläche und nimmt so an jedem Punkt auf, wie viele Elektronen von der Oberfläche wieder zurückgegeben werden und daraus berechnet dann der Computer oder entsteht dann halt ein Schwarz-Weiß-Bild mit verschiedenen Intensitäten, aus denen Sie dann verschiedene Informationen über die Oberfläche ablesen können. Das heißt, Sie bekommen hier im Gegensatz zur Transmission-Elektronenmikroskopie wirklich eine laterale Auflösung, dadurch, dass der Strahl gebündelt über die Oberfläche gerastert wird. Gut, jetzt gibt es bei Elektronen verschiedene Wechselwirkungen. Auch da möchte ich nur ganz kurz drauf eingehen. Also Sie haben hier den Elektronenstrahl, der hier rauskommt. Hier haben Sie ganz schematisch mal ein Atom gezeichnet. Sie sehen hier verschiedene Elektronen. Das sind die hier auf verschiedenen Schalen, ne, K, L, M. Also je weiter am Kern, desto stärker gebunden. Und jetzt trifft der Elektronenstrahl hier auf die Oberfläche. Und auf der Oberfläche trifft er natürlich auf einzelne Atome. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, was passieren kann. Er trifft hier irgendein Elektron und jetzt kann dieses Elektron einfach rausgeschossen werden. Und das kann dann detektiert werden über einen elektromagnetischen Detektor als sogenanntes Sekundärelektron. Also das ist nicht das Originalelektron, was mal ankam, sondern stellen Sie sich beim Billard vor, das ist sozusagen die Kugel, die jetzt ins Loch geschossen wurde und hoffentlich nicht die weiße Kugel. Sie können aber genauso gut auch die weiße Kugel detektieren. Das nennt sich dann das Rückstreuelektron. Also das ist das ursprüngliche Elektron, was aus der Elektronenkanone kam, aus diesem Primärstrahl, jetzt aus an dem Sekundärelektron sozusagen weggeprallt wurde und dann auch wieder rauskommt.
Das nennt sich dann eine sogenannte inelastische Streuung. Also hier ist Energie von dem Elektron verloren gegangen, dadurch, dass es auf das Atom geprallt ist. Und wenn jetzt hier ein Elektron fehlt, ne, dieses Sekundärelektron, dann wird ein anderes Elektron wieder auf diese niedrigere Schale rutschen, um einfach die energetische Situation in dem Atom auszugleichen. Und das gibt dann charakteristische Röntgenstrahlung ab. Und diese charakteristische Röntgenstrahlung können wir nehmen, um Elemente zu detektieren. Dann gibt es noch weitere Vorgänge. Hier kann die Energie kann auch andere Elektronen rausschießen und so weiter. Da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist ein bisschen zu speziell. Wichtig sind jetzt für unsere Begriffe diese drei Möglichkeiten. Sie haben zwei verschiedene Arten von Elektronen, die Sie detektieren können. Und Sie haben Röntgenstrahlung, die durch diese Vorgänge ausgesendet wird. Und jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, die Röntgenstrahlung, also die Energie, so rum, die Röntgenstrahlung beschreibt die Energie, die frei wird, wenn ein Atom von einer Schale in eine niedrigere, untere Schale zurückfällt. Und das hängt natürlich davon ab, wie die Bindungsverhältnisse und Struktur von diesem Atom ist. Das heißt, über die Röntgenstrahlung werden Sie charakteristische Energie dafür bekommen, mit denen Sie Rückschlüsse ziehen können auf die Atome, die da involviert waren. Das Zweite, was wichtig ist, ist, dass die Eindringtiefe von diesen verschiedenen Materialien unterschiedlich ist. Das sehen Sie hier so ein bisschen. Hier ist der Elektronenstrahl. Sekundärelektronen werden nur freigesetzt direkt an der Oberfläche. Und damit bekommen Sie mit Sekundärelektronen immer stark topografische Informationen. Also ist ganz sensibel auf die Beschaffenheit der Oberfläche. Die Rückstreuelektronen, hier diese Backscattered-Elektronen, die dringen wesentlich tiefer ein in das Material und können wieder rauskommen aus dem Material. Und die geben Ihnen mehr Informationen über die Ordnungszahl des Elements. Also je größer das Element ist, auf was das Atom trifft, desto größer ist die Chance, dass es ein Elektron trifft und desto mehr Primärelektronen kommen wieder zurück. Das heißt, daran können Sie dann wirklich ablesen, was für ein Material, oder nicht was für ein Material, sondern Unterschiede in der chemischen Beschaffenheit der Probe sich anschauen. So, das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Also hier nochmal zusammengefasst. Sekundärelektronen, hohe Auflösung, Topografie, Rückstreuelektronen, chemischer Kontrast und diese Röntgenstrahlung, charakteristisch für Elemente. Da können Sie die chemische Zusammensetzung wirklich bestimmen akkurat. So, wie geht das? Hier sehen Sie das gleiche Bild. Einmal mit Sekundärelektronen. So, was Sie hier sehen, sind Partikel. Das sind sogenannte Januspartikel, die bestehen aus zwei unterschiedlichen Materialien, sieht man hier, Polystyrol, PLLA, Januspartikel, und auf denen sind Silber-Nanopartikel abgeschieden, und zwar so, dass die nur selektiv auf der einen Seite hängen, ich nehme an, auf der Polystyrol-Seite. Hier sehen Sie eigentlich sehr gut, wie die Struktur oder die Oberfläche von dieser Probe ist. Also Sie sehen beide, Sie sehen die Kugeln, Sie sehen so ein bisschen den Unterschied in den verschiedenen Polymeren, und Sie sehen insbesondere, wie genau die Silberpartikel da drauf liegen, dass sie zum Beispiel nur auf einer Seite von diesem Januspartikel absorbieren. Mit den Rückstreuelektronen sehen Sie jetzt eigentlich relativ wenig von der Oberfläche, aber was Sie sehr gut sehen, ist Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung der Oberfläche. Also in dem Fall ist alles, was hier hell aufleuchtet, wenn Sie es mit da drüben vergleichen, sind die Silberpartikel. Und warum? Weil Silber eine viel, viel höhere Ordnungszahl hat, also viel mehr Elektronen hat in dem Atom im Vergleich zu dem Polymer, was ja aus Kohlenstoff und ein bisschen Sauerstoff vielleicht besteht. Das heißt, hier bekommen Sie jetzt wirklich, können Sie sagen, aha, ich habe auf jeden Fall ein anderes Element, was hier adsorbiert ist. Das ist definitiv kein Polymer und es ist irgendwas, was viel mehr Rückstreuelektronen erzeugt, zum Beispiel Silber. Sie könnten jetzt nicht sagen, das ist Silber oder Gold, aber Sie sehen auf jeden Fall diesen chemischen Kontrast zwischen den beiden Elementen. Wenn Sie jetzt daran interessiert wären, was Silber und was Gold ist oder ob das Silber oder Gold ist, dann müssen Sie zu einer weiteren Technik gehen, das ist diese energiedispersive Röntgenstrahlanalyse oder EDX, Energy Dispersive X-Ray. Und das bestimmt wirklich unterschiedliche Elemente. Also hier ist so ein Beispiel, wo man Partikel hat, die aus Gold und aus Silber bestehen. Man sieht es hier so ein bisschen. Und jetzt kann man zum einen selektiv Röntgenstrahlen rausfiltern, die von Silber kommen, die eine bestimmte Energie haben. Und Sie sehen, das Silber ist hier bevorzugt außen. Und Sie können auch selektiv dann die Röntgenstrahlen bestimmen, die zu Gold gehören. Sehen Sie hier, das sind die im Kern. Und jetzt können Sie das Bild natürlich übereinander legen. Das ist hier oben
gemacht und dann sehen Sie noch deutlicher, dass das Gelbe ist bevorzugt im Kern und das Grüne ist bevorzugt außen und daraus können Sie dann Rückschlüsse ziehen, dass offensichtlich ist das so eine Art Kernschale-Partikel, bei dem das Gold im Kern ist und das Silber in der Schale ist. Gut, so viel zur Elektronenmikroskop. Die zweite Methode, die ich ein bisschen genauer vorstellen möchte, ist das Rasterkraftmikroskop. Und das Prinzip ist eigentlich denkbar einfach. Wir haben einen kleinen, dünnen Tipp, also eine Spitze, die fährt auf einer Oberfläche lang. Und wenn es auf der Oberfläche irgendwie sich was verändert, dann verändert sich die Position von der Spitze und das gibt uns Informationen über die Oberflächentopographie. Und dann können wir noch schauen, wie stark haftet die Spitze an der Oberfläche. Das gibt uns dann Informationen zur Wechselwirkung, zu dem Material und so weiter. Also ganz primitiv gesagt sieht es so aus. Wir haben hier unsere Spitze, die hängt an einem sogenannten Cantilever, so einem Federbalken, also einfach einer Verlängerung, und die fährt jetzt hier über die Oberfläche. Und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder fährt sie wirklich drüber, dann kann man manchmal ein bisschen besser auflösen und noch mehr Reibungseffekte und sowas bekommen, oder die hüpft die ganze Zeit hier lang und berührt sozusagen die Oberfläche an ganz vielen Punkten. Das ist der sogenannte Tapping Mode. Gut, und was passiert jetzt in der Messung? Das kann ich kurz aufmachen. Also wir haben hier, sagen wir mal, eine Oberfläche und die hat jetzt hier so eine Struktur. Und wir haben jetzt hier unsere Spitze, die hängt an diesem Federbalken und die fährt jetzt hier entlang. So, was man macht, ist, man nimmt einen Laser, richtet den so aus, dass der hier auf den Federbalken drauf geht und der wird deflektiert. Das hätte ich besser ein bisschen weiter runter gemalt. Also der wird deflektiert und fällt dann weiter hinten auf so eine Elektrode, so eine 4-Punkt-Diode. Und die wird so ausgerichtet, dass, wenn die Oberfläche glatt ist, fällt das Signal genau in die Mitte. Das heißt, hier weiß jetzt der Computer, ne, das wird dann natürlich zentral geregelt, aha, hier sind wir offensichtlich in der Nullposition. So, jetzt fährt das System weiter, jetzt mache ich es mal hier nach unten und kommt jetzt an diese Spitze dran. Also auf diesen Hügel. So, jetzt fährt der Federbalken oder diese Spitze trifft da drauf. Der Federbalken wird entsprechend abgeknickt. Ich mache es mal ein bisschen übertrieben. So, und jetzt haben wir hier wieder unsere Diode. Der Laser wird jetzt ganz anders reflektiert und trifft jetzt, naja, genau noch oben rechts auf den Sensor. Das heißt, jetzt weiß der Computer, oha, hier hat sich offensichtlich was verändert und meine reflektierende Probe hier ist auf einmal in einer anderen Geometrie. Und darüber kann man jetzt zurückrechnen, dass offensichtlich die Spitze gerade nach oben gegangen ist. Wenn die wieder nach unten geht, dann geht natürlich der Winkel nach da und das Signal fällt dann nach hier. Das heißt, Sie können also dann über die Auslenkung von diesem Laser makroskopisch auslesen, was auf einer kleinen Längenskala auf der Oberfläche passiert. Und das ist genau das, was man jetzt hier aussieht. Also ganz wichtig, die laterale Auflösung, also wie stark Sie diese Informationen da entlang bekommen, ist bei ungefähr 20 Nanometer, wahrscheinlich ein bisschen kleiner, vielleicht 10 Nanometer. Das hängt sehr von der Spitze ab. Aber ganz wichtig ist, die vertikale Auflösung ist wirklich fast im atomaren Bereich. Also Sie können da wirklich die Höhe von einzelnen Atomen oder zumindest wenigen Atomlagen sehr akkurat anschauen. Hier ist nochmal das Prinzip gezeigt. Also Sie sehen hier wieder die Spitze, die auf die Oberfläche geht. Die Spitze, die auf die Oberfläche geht. Sie haben hier einen Laser, der wird hier abgelenkt auf diesen 4-Punkt-Fotodiode. Und je nachdem, wie sich die Spitze verändert, werden einzelne Segmente hier angesprochen. Und wie gesagt, daraus kann der Computer zurückrechnen, was dann passiert. Also es ist relativ einfach. Das Schwierigste dabei ist die Regeltechnik. Das macht das Ganze ein bisschen kompliziert. Aber von der Anwendung her ist es wirklich sehr einfach zu bedienen. Und natürlich steht und fällt das Ganze mit der Spitze. Sie haben jetzt mal hier so ein Beispiel für so eine Siliziumspitze. Sie sehen hier, der Krümmungsradius von der Spitze ist sehr, sehr scharf. Das brauchen Sie einfach, damit Sie eine hohe Auflösung bekommen. Und es hängt dann hier an diesem relativ großen Federbalken, mit dem man dann entsprechende Reflexion bekommt, damit der Laserstrahl auf die verschiedenen Punkte fallen kann. Ja, was passiert jetzt? Hier sind mal ein paar Beispiele, um zu zeigen, was so ein Rasterkraftmikroskop leisten kann. So, perfekt.
Okay, jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen besser noch. Ich fange mal hier oben an. Das ist ein Beispiel von der CD-ROM-Oberfläche. Wenn Sie sich mal gefragt haben, wie eigentlich so eine CD oder DVD oder Blu-ray oder sowas Musik oder Filme abspielt, dann sehen Sie hier, Sie haben entlang dieser einzelnen Bahnen haben Sie immer Einkerbungen und freie Plätze. Und das führt dazu, dass ein Laser, der da drauf fällt, immer wieder abgelenkt wird oder nicht. Und Sie bekommen ein Signal an, wenn der Laser jetzt hier ist, und ein Signal aus, wenn er da ist. Und so wird digital quasi das Signal übertragen. Dann ist hier ein Beispiel von verschiedenen Virussen, die man mit dem Rasterkraftmikroskop angeschaut hat. Und das ist jetzt schon wesentlich kleiner. Also Sie sehen hier, bei der CD-ROM ist der Größenmaßstab im Mikrometerbereich. Das heißt, Sie haben hier den Abstand zwischen den beiden Linien, sind ungefähr vielleicht ein Mikrometer oder sowas. Immer noch viel, viel kleiner als ein menschliches Haar beispielsweise, was ja ungefähr so 50 Mikrometer hat. Aber ein Virus, das weiß ja jetzt in Zeiten von Corona wahrscheinlich jeder, ist halt viel, viel kleiner, ist so im Bereich von 100 Nanometern und sowas. Und Viren bestehen typischerweise aus Proteinen. Das sind die Bausteine. Jetzt gucken wir uns mal hier die Bilder an. Hier sieht man zum Beispiel kugelförmige Viren. So würde man sich vermutlich den Coronavirus auch vorstellen. Und da sehen Sie wirklich die einzelnen Proteine, aus denen dieser Virus hier aufgebaut ist. Hier sehen Sie es noch ein bisschen genauer, die Proteine. Dann haben Sie auch Viren, die irgendwie langgezogen sind. Ich bin jetzt kein Biologe, deshalb kann ich Ihnen auch nicht genau sagen, welche Viren das sind. Das hier sieht mir verdächtig nach einem Tabak-Mosaik-Virus aus. Und Sie sehen hier, der hat eben so verschiedene Strukturen. Also Sie können wirklich sehr, sehr kleine Strukturen sehr deutlich auflesen. Und vielleicht noch deutlicher ist hier ein Bild, das ist von einer DNA, also dem Molekül, was wir brauchen, um unser Erbgut weiterzugeben und aufzubewahren. Und hier sehen Sie wirklich, Sie wissen ja wahrscheinlich, das ist typischerweise so eine Doppelhelix, diese DNA. Und Sie sehen hier wirklich so einzelne DNA-Stränge auf einer Oberfläche. Sie sehen, wie die rumliegen, wie so Schnüre. Und die können Sie wirklich charakterisieren mit einem Raster-Elektronenmikroskop, Raster-Kraftmikroskop. Also Sie sehen einzelne, zumindest polymere Moleküle da sehr, sehr deutlich und sehr akkurat. Also das ist schon verblüffend genug, finde ich, für die eigene Spitze, die nur über eine Oberfläche tippt. Also blinder Mensch, er tastet die Oberfläche. So gut kann man das dann machen. Was man jetzt noch machen kann, und das ist für unsere Vorlesung ein bisschen relevant, wir können Kräfte zwischen einzelnen Strukturen an Oberflächen messen. Also wir können diese Spitze nicht nur entlang der Oberfläche rastern, wir können auch auf die Oberfläche zugehen und wieder weg. Das sieht man jetzt hier. Also hier geht die Spitze in Z-Richtung, also weg von der Oberfläche und wieder hin. Und Sie sehen hier, wenn es auf eine Oberfläche hinkommt, rastet es auf einmal ein und jetzt drückt es in die Oberfläche hoch. Jetzt wird hier der Federbalken durchgedrückt. Und wenn Sie jetzt wieder weggehen, dann gehen Sie raus und auf einmal reißt der Federbalken weg und geht hier wieder zurück. Und aus dieser Auslenkung oder dieser Kraft, die Sie brauchen, wenn der Federbalken an der Oberfläche kleben bleibt, können Sie die Haftkraft von dem Federbalken oder von der Spitze auf der Oberfläche bestimmen. Und das treiben Leute so weit, dass sie wirklich die Kräfte messen können, die man braucht, um einzelne DNA-Moleküle auseinanderzuziehen, zum Beispiel. Und in unserem Zusammenhang ist vielleicht eine Technik davon insbesondere wichtig. Das ist die sogenannte Colloidal Probe Mikroskopie. Also da wird jetzt auf diese Spitze eine kleine Kugel geklebt. Und Sie sehen, hier ist immer noch quasi, da geht der Cantilever lang, der Federbalken. Und statt der Spitze haben wir jetzt hier diese Kugel. Und jetzt kann man mit diesem Partikel auf der Federbalken geklebt auf eine Oberfläche gehen, in Kontakt gehen und wieder zurückfahren. Oder wir können mit der Kugelspitze auf eine andere Kugel, auf ein anderes Partikel gehen und können dann die Haftkraft messen, die hier in dieser Kugel auf Oberflächengeometrie und in dieser Kugel auf Kugelgeometrie sich ausbildet zwischen diesen beiden, wie stark das halt haftet. Und das ist jetzt vielleicht fürs Erste gar nicht so besonders wichtig, aber wir werden in den nächsten Stunden ganz viel rechnen und herleiten, wie man genau solche Geometrien bestimmen kann und makroskopisch berechnen kann. Das wird im Kapitel Adhäsion sein. Und da sehen Sie, diese Technik, können Sie jetzt schon mal im Kopf behalten, ermöglicht wirklich, dass wir diese Wechselwirkungspotenziale, die wir ausrechnen, experimentell dann auch wirklich messen kann und überprüfen kann. Okay, so viel zu Methoden, wie man Oberflächen charakterisieren kann oder wie man vielleicht auch Messungen von Oberflächen machen kann, wie Sie hier sehen. Jetzt möchte ich ein bisschen weitergehen und schauen, wie man Oberflächen modifizieren kann. So, dabei die erste Frage an Sie.
warum muss man denn Oberflächen modifizieren oder was bringt einem das, wenn man Oberflächen modifiziert? Dann schauen Sie sich kurz die Bilder an, denken Sie auch kurz darüber nach, wo in Ihrem Alltag benutzen Sie modifizierte Oberflächen. Und wenn Sie genauer darüber nachdenken, wird es eigentlich fast überall sein. Also hier sind ein paar Beispiele. Sie haben zum einen können Sie die Benetzung oder Haftung hier einstellen. Ein Paradebeispiel die Teflonpfanne. Sie können bei Pulvern einstellen Adhäsion und Fließfähigkeit, also Rieselhilfen und sowas, die dafür sorgen, dass Sachen eben sehr gut auslaufen können oder dass einheitliche Pulverbeschichtungen gemacht werden können. Das ist natürlich wichtig in industriellen Beschichtungen, wenn Sie so an, keine Ahnung, Rostschutz und sowas denken. Dann, übrigens ist sowas, daran arbeitet auch der Herbert, das wird er Ihnen vielleicht auch ein bisschen zeigen, wie man für so 3D-Drucktechniken, pulverbasierte 3D-Drucktechniken, das Pulver verbessern kann. Dann alle Arten von Schutz von der Oberfläche, also insbesondere Korrosion, wenn Sie denken an Autos zum Beispiel oder an Kratzschutz oder auch an Emaille auf Ihrer Badewanne oder an Lack auf Ihren Gartenmöbeln und so weiter und so fort. Gibt es tausende von Arten von Schutzbeschichtungen, die dafür sorgen, dass die Oberfläche, die drunter ist, natürlich nicht beschädigt wird. Oder auch einfach, um optische Eigenschaften einzustellen. Ich habe das hier mal Light-Matter-Interactions genannt. Also das ist ein Paradebeispiel, ist die Sonnenbrille zum Beispiel, dass Sie keine Probleme mit Ihren Augen bekommen. Und das wird einfach dadurch gemacht, dass es verspiegelt wird, also dass weniger Licht aufs Auge trifft, sondern der Rest einfach entweder absorbiert wird oder absorbiert wird. Da war der Fehler, den ich diese Stunde angekündigt habe. Und auch, oder dass es absorbiert wird, das Licht und so weiter. Das heißt, ganz generell kann man das vielleicht ein bisschen unterteilen in, was für ein Material wollen wir auf die Oberfläche bekommen, was für eine Chemie wollen wir auf die Oberfläche bekommen oder wollen wir vielleicht eine Struktur, eine Topografie auf die Oberfläche bekommen. Und auch hier wiederum könnte man wahrscheinlich eine ganze Vorlesungsserie über Methoden halten, wie man solche Beschichtungen durchführt. Das können wir hier natürlich nicht leisten. Ich möchte Ihnen einfach so ein paar Sachen kurz ein bisschen vorstellen. Also es gibt natürlich tausend Prozesse, also alles, was so Dünnfilmtechnologie ist, wie man das machen kann. Sie können zum Beispiel Metalle bedampfen oder sputtern, da schießt man mit einem Laser drauf und lässt sozusagen kleine Bruchstücke wegfliegen und die scheiden sich auf einer Oberfläche ab. Sie können chemische Prozesse machen, das ist zum Beispiel Galvanisierung, das ist Polymerisation von Oberflächen, Sie können kontrolliert Oberflächen oxidieren oder sowas. Und Sie können natürlich alle Arten von irgendwie Beschichtungen machen, ob Sie jetzt draufsprayen, anmalen, spincoaten, also so einfach dünne Filme beschichten und so weiter. Also da sind in gewisser Weise der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich möchte einfach mal ganz selektiv und auch unvoreingenommen, also ohne dass ich jetzt irgendwie eine Methode bevorzugen würde oder sowas, so ein paar Sachen vorstellen. Was Sie zum einen machen können, ist eine Oberfläche Plasma behandeln. Plasma ist, wenn Sie so wollen, ein eigener Aggregatzustand. Da leiten Sie ein Gas in der Kammer ein und das Gas wird dann ionisiert, das heißt chemische Bindungen reißen auf und Sie haben ganz viele Radikale. Das fängt an. Hoppla. Jetzt sind wieder alle wach. Das fängt dann an zu leuchten hier oft. So sieht dann so eine Plasmakammer aus und Sie sehen jetzt hier liegen so einzelne Substrate in dieser Kammer drin. Und was dann passiert ist, dass diese hochenergetischen radikalen Spezies, die generiert sind, reagieren mit der Oberfläche und können funktionelle Gruppen induzieren. Und das ist insbesondere wichtig, um die Oberflächeneigenschaften einzustellen. Ich gebe Ihnen mal gerade drei Beispiele. Also zum einen können Sie mit einem Sauerstoffplasma, wenn Sie das einleiten, können Sie auf einer Oberfläche, die vorher irgendwie ganz normal war, machen Sie mal hier so hin, können Sie jetzt ganz definiert OH-Gruppen einführen. Sie können, wenn Sie Stickstoffplasma verwenden, können Sie, und insbesondere auch nicht nur Stickstoff, sondern zum Beispiel auch Ammoniak, können Sie hier NH2-Gruppen, Ammoniak ist ja das Bessere, generieren und Sie können, wenn Sie beispielsweise fluorinierte Kohlenwasserstoffe, CF4, Kohlenstofftetrafluorid, können Sie solche CF3-Gruppen, also Fluor, auf die Oberfläche bringen. Jetzt wäre die Frage, ist gut und schön, warum wollte man sowas machen?
Ich denke, mit dem Wissen, was wir jetzt schon angehäuft haben, ist es für Sie wahrscheinlich relativ einfach zu sagen. Denken Sie mal kurz ein bisschen drüber nach. Was haben jetzt diese Oberflächen für Eigenschaften, die die ursprüngliche Oberfläche vielleicht nicht hatte? Naja, wenn wir ganz unten anfangen, fluorinierte Gruppen auf der Oberfläche. Sie haben ja schon vorhin oder letzte Stunde gesehen, dass Teflon eine ganz geringe Oberflächenenergie hat. Die sorgen immer dafür, dass die Oberflächen abweisend werden oder möglichst unbenetzend. Also eine Oberfläche mit einer niedrigen Oberflächenenergie hat natürlich keine Tendenz, eine Flüssigkeit auf sich draufzulassen, um die Oberflächenenergie zu verringern, weil das in der Regel nicht gehen wird. Das heißt, hier bekommen Sie in der Regel sehr hydrophobe und entnetzende Oberflächen. Entnetzung oder Antihaftbeschichtung und so weiter. Das Gegenteil dazu ist, wenn Sie OH-Gruppen auf der Oberfläche haben. OH-Gruppen sind sozusagen das Oberflächenpendant zu Wasser, also sehr polare Gruppen. Und wie so oft gilt die goldene Regel, gleich und gleich gesellt sich gern. Deshalb geht Wasser sehr gerne auf solche hydroxyfunktionalisierten Gruppen. Das heißt, hier wird es sehr hydrophil. Und benetzend. Das kann natürlich wichtig sein, wenn Sie überlegen, dass Sie ein Pulver haben und Sie möchten, dass das einheitlich von Wasser umspült wird, dass, keine Ahnung, der Zement sich gut mit Wasser mischt und so weiter, dann kann sowas wichtig sein. Ne? Oder Polymerpartikel, die auf einmal haftbar gemacht werden sollen. So, NH2 hat die zusätzliche Eigenschaft, das ist auch polar, also ist auch hydrophil, aber hier kann man jetzt sehr gut Chemie machen. Aus Ihren organischen Chemievorlesungen wissen Sie vielleicht noch, dass Aminogruppen viele verschiedene Reaktionen eingehen können, insbesondere nukleophile Reaktionen, weil sie hier ein freies Elektronenpaar haben. Das heißt, sie können zum Beispiel Esterbindungen machen und können dann verschiedene Moleküle da dran binden. Sie können Proteine anbinden, sie können Ladungen erzeugen und so weiter. Das heißt, hier können Sie ganz flexibel Oberflächen funktionalisieren. Das ist für die OH-Gruppen auch zu einem ganz großen Bestandteil auch richtig. Da können Sie insbesondere Silane drauf binden, das zeige ich Ihnen gleich noch. Aminogruppen sind chemisch einfach noch ein bisschen flexibler, da können Sie verschiedene Sachen, wie gesagt, anbinden. Gut. Das heißt, das passiert einfach nur, indem man so ein Substrat in diesen sogenannten Plasmaofen hier reinlegt. Das ist sehr einfach und Sie bekommen trotzdem da sehr effizient verschiedene Sachen. Sie können auch Monomere verwenden übrigens, dann bekommen Sie Polymere auf der Oberfläche und so weiter. Gut, mal ein kleines Beispiel. Hier ist ein Polymerfilm, Polypropylen, und das ist jetzt hier in hauptsächlich so einem Sauerstoffplasma oder sauerstoffwasseraktive Spezies genommen. Und was hier gemessen wird, ist die Oberflächenenergie in Abhängigkeit von der Zeit im Plasmaofen. Und was Sie sehen ist, die Oberflächenenergie nimmt mit zunehmender Zeit zu. Das heißt, hier bekommen Sie immer mehr polare Gruppen, weil die in der Regel eine hohe Oberflächenenergie haben. Also Sie sehen wirklich, das Material wird von hydrophob und mit einer geringen Oberflächenenergie zu hydrophil, also immer benetzender mit Wasser. Übrigens sehen Sie hier auch so eine Art Langmuir-Isothermenverhalten. Irgendwann ist die Oberfläche eben voll. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Stellen, die Sie mit OH-Gruppen versehen werden können. Und wenn Sie die erreicht haben, dann tut sich hier natürlich auch nichts mehr an der Oberflächenspannung. Genau, wie das aussieht, hatte ich eben schon an der Tafel, sehen Sie halt dann hier, dass Sie sowohl NH2 als auch OH-Gruppen da drauf bekommen. Gut, dann möchte ich jetzt noch ein bisschen weitergehen zu einer Technik, die nennt sich sogenannte Self-Assembled Monolayers oder SAMs. Und da macht man sich Adsorption, ja, ich gehe gleich wieder an die Tafel deshalb, da macht man sich Adsorption wirklich zu nutzen, um ganz definiert eine Oberfläche zu funktionalisieren. So, wie macht man das? Dazu mache ich hier nochmal aus. Also die Idee dahinter ist, die Idee ist ganz clever, wir lassen Moleküle unsere Arbeit alleine machen, deshalb selbst organisiert oder selbst assembliert und scheiden
eine funktionelle Monolage ab. Das heißt, wir haben eine Oberfläche. Und jetzt tunken wir die in eine Flüssigkeit mit bestimmten Molekülen. Ich nenne es jetzt mal hier XY. Und was wir erreichen wollen, ist folgendes Phänomen. Hier noch ein bisschen mehr Platz. Alle Moleküle binden mit der Gruppe Y. Und ordnen sich so an, dass X nach außen zeigt. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Gruppen. Wir haben zum einen eine funktionelle Gruppe, die wir haben wollen. Die sorgt dafür, dass eine bestimmte Eigenschaft auf die Oberfläche kommt. Das kann zum Beispiel sein, dass wir OH-Gruppen haben, damit die Oberfläche wieder hydrophil wird, dass wir vielleicht dann auch wieder fluorinierte Gruppen haben, dass es sehr hydrophob wird, oder dass wir alle möglichen Bindungen, Monomere, Polymerisationsstellen, biologische Moleküle für irgendwelche Sensoren und so weiter auf die Oberfläche bekommen. Dazu ist dieses X da. Und wenn Sie überlegen, wie viele verschiedene chemische Reaktionen es gibt, funktionelle Gruppen es gibt in der Chemie, können Sie sich vorstellen, dass es da wirklich ein ganz breites Spielfeld gibt, um die Eigenschaften von der Oberfläche einzustellen. Na, und zum Zweiten braucht man eine bestimmte Ankergruppe. Und diese Ankergruppe, die sorgt dafür, dass eine sehr effiziente Adsorption oder auch Bindung dann letztlich an der Oberfläche stattfindet. Das ist praktisch die Wechselwirkung hier von der Oberfläche mit der Ankergruppe und das sorgt dafür, dass diese Adsorption, also wenn Sie an die Langmuir-Konstante denken, die wird dann sehr hoch werden und Sie erreichen eine sehr hohe Oberflächenbelegung und auch wirklich eine komplette Oberflächenbelegung. Das ist der Trick der Ankergruppe. So, und das ist die Frage, was für Ankergruppen gibt es da? Also wie gesagt, ich mache das Molekül jetzt hier nochmal ein bisschen größer. Also Sie haben hier X, jetzt haben Sie hier irgendeine Kette, das ist die funktionelle Gruppe. Dann haben Sie typischerweise einen Abstandhalter, sogenannter Spacer oder Abstandhalter, der sorgt dafür, dass sich die Gruppen gut anordnen können. Und hier haben Sie jetzt verschiedene Ankergruppen. So, und ich möchte Ihnen einfach 2, 3 oder 3, 4 eigentlich genauer vorstellen. Zum einen haben Sie Moleküle, die eine SH-Gruppe haben. Das sind sogenannte Thiole. Und die binden sehr stark an insbesondere Gold, aber generell an Edelmetalloberflächen. Insbesondere Gold und Silber. Jetzt werden Sie vielleicht denken, naja, Gold, wie viele Goldoberflächen hat man denn, dass man sowas funktionalisieren muss? Ja, in Wissenschaften sind Goldoberflächen relativ einfach zu machen, weil man die mit einem ganz dünnen Film bedampfen kann. Das ist gar nicht so teuer, wie man sich das vorstellt. Und das ist eins der besten Modellsysteme, um wirklich Oberflächeneigenschaften ganz gezielt einzustellen. Also es ist wirklich so ein ganz, man könnte fast sagen, der Goldstandard für solche Oberflächenfunktionalisierungen, diese Thiole. Also um verschiedene Eigenschaften einzustellen. Ich zeige Ihnen gleich mal ein, zwei Beispiele. Dann gibt es noch andere Moleküle. Die sehen so aus. Si. Das sind sogenannte Silane. Und Silane können sehr gut zu oxidischen Oberflächen binden. Und wie die das machen, ist, dass dieses SiCl3 reagiert mit den OH-Gruppen auf der Oberfläche und bindet dann wirklich eine chemische Bindung, dass hier diese funktionelle Gruppe X mit der Oberfläche wirklich kondensiert. Das gleiche gilt für, es gibt noch eine zweite Gruppe, die das gut kann, das sind sogenannte Phosphorsäuren. Auch die binden sehr gut an Oxide und da geht es mehr
über Komplexierung. Und die letzte Gruppe, die ich ganz kurz vorstellen muss, ist ein bisschen exotischer, die sieht so aus. Und das ist ein sogenanntes Katechol. Und die können an ganz viele verschiedene Oberflächen binden. Das ist also sowohl an hydrophile Gruppen, oxidische Gruppen, als auch an hydrophobe Gruppen. Und es liegt daran, dass Sie hier zum einen können Sie hier Wasserstoffbrückenbindungen mit den OH-Gruppen machen. Das heißt, Sie haben eine gute Wechselwirkung zu oxidischen Oberflächen, zu hydrophilen Oberflächen. Dann können Sie Metalle komplexieren hier. Das heißt, Sie können auch selektiv wirklich Bindungen machen an metallische Oberflächen, einfach über diese Komplexationseinheit. Und Sie können hier ein sogenanntes Pi-Stacking machen. Also Sie können den aromatischen Ring wechselwirken lassen mit hydrophoben oder anderen aromatischen Ringen. Und dafür sorgt das sorgt dann dafür, dass das Molekül sich flach auf die Oberfläche legt und trotzdem die Spitze hier rausgucken kann. Also das ist, ich schreibe hier mal, fast universell. Also ich würde vielleicht sagen hydrophil und hydrophob. Und diese Katechol-Chemie wurde entwickelt, basierend auf dem Vorbild in der Natur von Muscheln. Muscheln benutzen Dopa-Gruppen, Dopamin, das ist genau die Gruppe hier mit noch einem Amin hier oben dran, um auf fast allen Oberflächen zu kleben. Wenn Sie sich Schiffe anschauen oder im Hafen schwimmen gehen oder irgendwas, dann sehen Sie, dass Muscheln eigentlich auf jeder Oberfläche da kleben. Und das ist wirklich so ein ganz besonderer Klebstoff, weil Klebstoffe unter Wasser zu entwickeln ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und diese Dopamine oder Katechole sind sozusagen das Ergebnis der Evolution, wie es gut funktioniert. Und das kann man sich technisch dann entsprechend zunutze machen. Okay, das heißt, das ist, genau so können Sie das machen. Ich fasse jetzt mal hier gerade die Tafel wieder runter. Hier sehen Sie das nochmal ein bisschen deutlicher. Hier sind die Moleküle, Thiole, Silane, hier Phosphonate, Phosphorsäuren und dieses Katechol. Und Sie haben wiederum diese Aufteilung in Funktionalität, also das X können ganz viele verschiedene Gruppen sein und diese Ankergruppen, die dann auf die verschiedenen Oberflächen gut gehen. Hier sehen Sie nochmal genau, was man da machen können. Also hier ist diese Kopfgruppe oder Ankergruppe und hier sind jetzt die funktionellen Gruppen und Sie können dann wirklich komplexe Moleküle, Polymerisationen, Oberflächeneigenschaften einstellen und so weiter und so fort. Zwei Beispiele dazu. Hier ist ein Beispiel, wie man die Benetzungseigenschaften einstellen kann. Und dazu haben wir gemischt Dodekanthiol. Sie sehen Thiole wiederum, das sind die, die auf Gold binden. Und das hat jetzt in dem Fall hier eine CH3-Gruppe. Also es ist einfach, wenn Sie so wollen, ein unpolares Molekül, ein Wachs oder sowas, was einen hohen Kontaktwinkel verursacht. Und hier ist das Mercaptoundecanol, gleiche Länge, aber eine OH-Gruppe auf der Oberfläche. Die sorgt dafür, dass es hydrophil wird. Und jetzt können Sie das mischen und Sie sehen, je mehr Undecanol Sie hier reinmischen, desto niedriger wird der Kontaktwinkel, also von 20 Grad bis auf über 100 Grad. Und so können Sie dann genau einstellen, die Benetzung, hier sehen Sie einen Wassertropfen auf so einen und einen Wassertropfen auf so einen. So können Sie dann testen, wie verschiedene Reaktionen oder Eigenschaften sich verändern, wenn die Benetzungseigenschaften sich verändern. In dem Fall hatten wir jetzt untersucht, was passiert, wenn Bakterien darauf adsorbieren, ob die besser auf hydrophilen oder hydrophoben Eigenschaften, Oberflächen funktionalisieren. Ein bisschen komplizierteres Beispiel ist aus der Gruppe von Markus Halleck und Wolfgang Polkert hier an der Universität. Da verwenden die dieses gleiche Prinzip der Selbstorganisation, um aktive Materialien auf einer molekularen Basis zu machen. Also was hier hergestellt werden sollte, ist ein Dünnfilm-Transistor. Und dazu braucht man, wenn ein Transistor funktioniert, indem man hier eine Gate-Elektrode hat, hier legt man Strom an und über den Strom auf der Elektrode wird geregelt, ob Strom fließt zwischen diesen beiden Elektroden, hier Source und Drain, also Eingang und Ausgang, wenn Sie so wollen. Und diese dünne Schicht hier, die bestimmt jetzt, ob da Strom fließt. Und das macht man, indem man hier ein Material macht, was polarisierbar ist oder halbleitend ist. Und je nachdem, wie die Spannung hier ist, entsteht hier ein Leitungskanal oder ein isolierender Kanal. So funktioniert ein Transistor und mit viel, viel, viel mehr Schritten in gewisser Weise Ihr Computer. Und was jetzt die Idee von den beiden war, ist, ob man das, typischerweise macht man hier einen relativ dicken Film. Und jetzt war die Frage, kann man das auch auf molekularer Ebene machen? Und dazu wurden dann folgende Moleküle synthetisiert. Sie haben hier solche abstandshaltenden Moleküle und Sie haben hier ein Molekül. Sie sehen hier diese Phosphonatgruppen, die sehr gut auf diesem Oxid haften können. Und hier haben Sie die halbleitende Funktion, das ist so ein
Buckyball, so ein C60-Molekül, was Löcher leiten kann. Gut, und jetzt war die Idee, man lässt die so selbst organisieren und dann kommen diese Halbleiterelemente alle in ganz engen Kontakt und können entsprechend eine Ladung transportieren. Und dann können Sie hier, wenn Sie die richtige Ladung anlegen, können Sie hier einen Stromfluss messen. Und was man jetzt gesehen hat, ist, dass wenn man nur die Moleküle nimmt, dann ist das Ganze ziemlich ungeordnet, weil einfach der Kopf hier so groß ist, dass sie sich nicht mehr gut ausrichten können. Und deshalb muss man die Oberfläche auffüllen mit diesen kleineren Molekülen, die dafür sorgen, dass sich alle Ketten hier schön nach oben ausrichten. Und oben bekommt man genau eine Leitungsfunktion, eine geschlossene Schicht hier, die jetzt den Strom leiten kann. Und wenn Sie dann sehen, zeige ich Ihnen hier noch das Bild, das sind diese Kennkurven. Also hier ist dieser Drain-Source-Voltage, die legen hier eine Spannung an und dann können Sie messen, ob wirklich, wenn hier eine Spannung anliegt, ob ein Strom fließt. Und Sie sehen, dass je nachdem, wie die Spannung hier an dieser dritten Elektrode ist, bekommen Sie auf einmal einen Stromfluss. Und das ist genau die Charakteristik, die so ein Transistor haben soll. Also da sieht man wirklich, diese Selbstorganisation führt dazu, dass Sie makroskopisch wirklich komplexe Eigenschaften, wie hier in so einem Transistor, sehr genau einstellen können und wirklich auf einzelne Molekülbasis funktionelle Einheiten bauen können. Okay, was kann man noch machen? Vielleicht noch ein ganz interessantes Beispiel ist die sogenannte Layer-by-Layer-Abscheidung. Die geht zurück auf Gero Dächer, schon ein bisschen älter. Und was man da macht, ist eine der wirklich simpelsten und einfachsten Techniken, die man sich vorstellen kann, um Funktionalitäten einzuführen. Und die Idee ist, dass man elektrostatische Anziehung verwenden kann, um funktionelle Filme zu machen. Ich zeige Ihnen das auch nochmal kurz an der Tafel. Dazu muss ich nochmal hier Platz machen. So, Sie nehmen eine Oberfläche und generieren auf der Oberfläche erstmal Ladung. Und das können Sie ganz einfach machen, beispielsweise über so eine Plasmabehandlung. Und jetzt tauchen Sie die Oberfläche in eine Lösung, in der wässrige Lösung, in der ein Polymer ist, was die entgegengesetzte Ladung von der Oberfläche hat. Also in dem Fall beispielsweise ein positiv geladenes Polymer. Und über elektrostatische Anziehung werden sich natürlich die positiven Ladungen hier an die negativen abscheiden und Sie bekommen eine Oberfläche, die jetzt hier die negativen Ladungen hat. Und hier drauf adsorbiert jetzt eine Schicht von positiv geladenem Polymer. Und jetzt waschen Sie das kurz, tunken es dann in eine Lösung, die entsprechend ein negativ geladenes Polymer hat. Und vielleicht mache ich es mal mit einer zweiten Farbe, dann sieht man es ein bisschen schöner. Hier in grün, das heißt, das wäre jetzt hier eigentlich grün. Und jetzt bekommen Sie hier eine Schicht aus dem zweiten Polymer mit den negativen Ladungen. Und wenn wir schon Farben verwenden, dann können wir auch gleich das hier auch noch in der anderen Farbe machen. Und jetzt können Sie das natürlich immer wieder wiederholen. Und dann bauen Sie hier nach und nach schichtweise immer dickere Schichten auf aus diesen beiden Polymeren. Ja, und je weiter Sie das machen, desto dicker wird die Schicht. Und das Besondere ist, dass der Prozess immer selbstlimitierend ist. Das heißt, sobald hier alle negativen Ladungen mit dem positiven Polymer abgesättigt sind, hört die Beschichtung auf, weil jetzt dann danach die positiven Ladungen sich gegenseitig abstoßen. Das heißt, Sie haben eine unheimlich gute Kontrolle und das Einzige, was Sie brauchen, ist ein wässriges Gefäß, ein Becherglas oder sowas und ein geladenes Polymer, was vielleicht noch funktionelle Gruppen trägt, damit Sie irgendwie noch was weiteres einbringen können. Also
Könnt sich vorstellen, wenn ich jetzt hier noch irgendwie was Funktionelles drin habe, dann liegt das natürlich dann immer hier. Und Sie haben den ganzen Film dann entsprechend funktionell. Also es ist eine der einfachsten Methoden, die man sich vorstellen kann und ist wirklich enorm populär, um solche funktionellen Filme aufzubauen. Hier sehen Sie das. Also immer nur eintauchen, waschen und nach wird immer weiter der Film aufgebaut. Und da möchte ich mit Ihnen jetzt mal kurz diskutieren, so eine Möglichkeit, wie man funktionelle Beschichtungen basierend auf dieser Technik machen kann. Und da werden Sie sehen, dass so einige von den Konzepten, die wir jetzt in den letzten Stunden gelernt haben, da sozusagen wieder auftauchen. Und zwar, was wir machen wollen, ist selbstreinigende und flüssigkeitsabweisende Oberflächen. Und um das zu machen, brauchen wir als allererstes eine Beschichtung, die Oberflächenrauigkeit auf einer kleinen Skala hat. Die Oberflächenrauigkeit brauchen wir, weil wir ja schon gelernt haben, dass raue Oberflächen das Benetzungsverhalten stärker beeinflussen als glatte Oberflächen. Und warum ich die auf der Nanoskala haben möchte, ist, weil je kleiner Strukturen sind, desto weniger wechselwirken die mit Licht und dann kann man transparente Oberflächen erzeugen. Gut, jetzt machen wir dieses Layer-by-Layer-Prinzip und jetzt nehmen wir einen positiv geladenen Polyelektrolyt, also ein Polymer, das ist der hier, und statt einem negativ geladenen Polymer nehmen wir negativ geladene Silikapartikel. Und jetzt machen wir genau das Gleiche, erst Polymer, dann Partikel, dann Polymer, dann Partikel und so weiter und bekommen dann immer mehr von diesen Schichten auf der Oberfläche. Und dann legen wir das Ganze in den Ofen, heizen das stark auf 400-500 Grad, dann verbrennt das Polymer hier und wir haben hier so eine poröse, raue Silika-Oberfläche. Das sieht man jetzt in dem Raster-Elektronenmikroskop, hier Scanning Electron Microscope, was wie gesagt sehr populär ist, wenn man ganz kleine Strukturen anschauen will. Sie sehen hier, das sind die Silikapartikel. Sie sehen auch höherer Kontrast bei den Silikapartikeln, ne? Deshalb tauchen die so gut auf. Und Sie sehen, das hier sind 500 Nanometer, so ein Partikel ist 20 Nanometer oder sowas. Und je mehr Schichten Sie aufbringen, desto rauer wird die Oberfläche und desto mehr Struktur bekommen Sie. Okay, jetzt haben Sie sozusagen schon mal die physikalische Infrastruktur geschaffen, um so eine raue, abweisende Oberfläche zu machen. Als nächstes muss man die Oberflächenchemie einstellen. Und in dem Fall wollen wir eine abweisende Oberfläche machen. Dazu müssen wir eine Chemie wählen, die eine möglichst geringe Oberflächenenergie hat. Und jetzt erinnern wir uns, dass fluorinierte Oberflächen, Teflon zum Beispiel, sehr geringe Oberflächenenergien haben. Deshalb versuchen wir, Teflonmoleküle da aufzubringen oder fluorinierte Moleküle. Und wir haben hier unsere raue Oberfläche, die ist aus Glas, also einem oxidischen Material. Und jetzt können wir die Silanchemie verwenden, Sie sehen hier noch dieses SiClCl, um selektiv fluorinierte Moleküle auf die Oberfläche aufzubringen, basierend auf diesem Self-Assembled Monolayer-Konzept. Dazu bringen wir einfach die Oberfläche hier erstmal in den Plasmaofen, dann entstehen OH-Gruppen und dann geben wir das in eine Gasphasenatmosphäre mit diesen Molekülen. Die sind sehr reaktiv, also Übersetzung, Adsorption ist sehr effizient oder hohe Langmuir-Konstante und entsprechend wird die Oberfläche hier schnell mit diesen Molekülen funktionalisiert. Und wenn Sie jetzt von oben hier drauf schauen, sehen Sie nur noch die Oberflächen, das heißt, dieses Glas hat auf einmal die Eigenschaft von, wenn Sie so wollen, Teflon. Und als drittes können Sie jetzt noch einen Trick machen. Sie können jetzt, anstatt dass Sie einfach nur diese Oberfläche verwenden, das wäre sozusagen eine raue, wasserabweisende Oberfläche, so ein bisschen das analog zu einem Lotusleaf, Lotuspflanze. Jetzt können Sie auch noch eine zweite Flüssigkeit, oder also eine sogenannte Hilfsflüssigkeit, in die Oberfläche rein infiltrieren. Und in dem Fall, vielleicht zeige ich das mal direkt, wenn wir fluorinierte Oberflächenfunktionen auf der Flüssigkeit haben, da geht auch hier wieder dieses Gleich- und Gleich-Gesellt-sich-Gern-Prinzip, können wir eine fluorinierte Flüssigkeit nehmen, das ist hier so ein fluoriniertes Öl, und das wird eine sehr geringe Grenzflächenenergie haben zu der Flüssigkeit. Also die Idee ist, wir bringen hier eine Flüssigkeit ein und wenn die Flüssigkeit stärker an der Oberfläche haftet oder stärker besser mit der Oberfläche wechselwirkt, dann kann ich hier einen zweiten Tropfen von einer anderen Flüssigkeit oben drauf geben und der wird diese Flüssigkeit, die ich hier habe, nicht von der Oberfläche vertreiben können. Einfach weil es energetisch günstiger ist, die blaue Flüssigkeit hier drin zu haben, als eine andere Flüssigkeit. Und wenn Sie das in unsere Sprache übersetzen, die wir hier jetzt lernen, heißt das, was wir minimieren müssen, ist die Oberflächen- oder die Grenzflächenenergie zwischen dem Lubricant, das ist diese erste Flüssigkeit, und der Oberfläche. Und genau das machen wir, indem wir die Chemie so ähnlich wie möglich wählen. Also das hier und das hier. Okay,
Das heißt, viele Konzepte, die wir in den Stunden gelernt haben, komprimiert in 3 Folien. Warum ist das interessant? Jetzt vergleichen wir ganz makroskopisch, hier ist ein Substrat, und schauen mal, wie diese Substrate Wasser oder Flüssigkeiten abweisen können. Hier ist die Lotuspflanze. Sie sehen, ein Wassertropfen hat einen ganz hohen Kontaktwinkel, rollt ganz schnell weg. Und Lotuspflanze meine ich einfach die raue Oberfläche mit der fluorinierten Chemie obendrauf. Aber wenn Sie einen Tropfen von Öl, beispielsweise Oktan, draufgeben, geht das Öl auf einmal in die Oberflächenstrukturen rein und bleibt kleben. Das ist das Pendant zu dem Problem von einem Wasservogel in einer Ölpest, wenn Sie sich erinnern, ein paar Stunden vorher. Wenn ich jetzt meine Hilfsflüssigkeit hier mit einbringe, das ist jetzt diese fluorinierte Flüssigkeit hier, und die Grenzflächenenergie ist so minimiert, dass es energetisch nicht günstig ist, diese Flüssigkeit zu ersetzen mit einer von den Flüssigkeiten, die ich oben drauf gebe. Dann sehen Sie, hier ist Wasser und der Tropfen rutscht einfach ganz gemütlich auf diesem fluorinierten Flüssigkeitsfilm runter. Und das Gleiche gilt auch für Oktan. Das heißt, so haben Sie auf einmal eine Möglichkeit geschaffen, wie Sie wirklich verschiedene Flüssigkeiten ganz effizient von der Oberfläche runterbekommen, einfach nur, indem Sie die Grenzflächenenergien zwischen diesen einzelnen Komponenten gut kontrolliert haben. Was kann man damit machen? Ich zeige dir nochmal ein Video, vielleicht zeige ich es auch nicht. Okay, eine Sekunde, der Film ist anscheinend ein bisschen groß. Genau, hier jetzt läuft es. Also Sie sehen hier, das ist Honig in so einem beschichteten Glas. Und Sie sehen, der klebrige Honig hat keine Möglichkeit, wirklich an der Oberfläche festzukleben. Und im normalen Glas natürlich total. Also das ist praktisch die Idee dahinter. Und um zu zeigen, dass es nicht nur mit Honig funktioniert, sondern auch mit anderen Sachen, haben wir hier eine Oberfläche mit einem ganz ähnlichen Prinzip beschichtet. Und das ist eine Muschel. Und die Muschel versucht natürlich, sich festzukleben auf einer Oberfläche. Und was Sie hier sehen, die macht jetzt Kontakt mit der Oberfläche, kommt an die Oberfläche dran, versucht festzukleben und erschrickt und zieht sich sofort zurück. Also auch hier ist offensichtlich die Muschel gar nicht zufrieden mit der ganzen Situation und zieht sich lieber zurück. Und Sie sehen hier, das hat sie schon mal probiert und dann hat sie am Ende lieber sich selbst festgeklebt. Also das ist ein Konzept, wie man wirklich verhindern kann, dass Muscheln irgendwo festkleben. Okay, abschließend noch ein paar andere Prozesse, die ich vorstellen möchte. Das eine ist, wenn Sie jetzt definierte Oberflächenstrukturen herstellen wollen, können Sie Photolithografie verwenden. Da machen Sie einfach einen Film von einem Polymer und nutzen jetzt aus, dass dieses Polymer durch UV-Licht wahlweise selektiv zersetzt werden kann, wenn hier das UV-Licht da drauf kommt, oder selektiv vernetzt werden kann und entsprechend stabiler wird. Und wenn Sie jetzt hier eine Maske sich wählen, dass das UV-Licht nur auf bestimmten Stellen von der Oberfläche wirklich draufkommt, dann können Sie so ganz definiert Strukturen in die Oberfläche schreiben. Deshalb heißt es Fotolithografie mit Licht schreiben. Und Sie bekommen dann hier wahlweise, bleiben die Strukturen stehen oder die Strukturen werden verschwinden. Das nennt sich dann negativ oder positiver Fotolack. Und so können Sie dann Strukturen aufbauen. Das ist die Grundlage von allen Halbleiterstrukturierungsprozessen. Also auch da die ersten Schritte in der Herstellung Ihres Computerchips basieren irgendwie auf dem Prinzip und man kann jede Menge Strukturen in so ein Substrat reinschreiben. Hier einfach mal willkürlich ein paar Strukturen gezeigt. Na, Sie sehen hier definierte Löcher da drin. Sie sehen hier so zweischichtige hierarchische Anordnungen. Sie haben hier solche Säulen und hier auf den Säulen sind kleinere Säulen drauf. Hier ist zum Beispiel eine Kontrolle von der Struktur und da können Sie sich wirklich Strukturen reinschreiben, die total definiert sind und total kontrolliert sind. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn Sie beispielsweise so Benetzungseigenschaften, Haftungseigenschaften einstellen wollen, brauchen Sie so Testsysteme. Also hier, damit machen Sie sich wirklich Ihre synthetische Lotuspflanze und können dann genau messen, welche Eigenschaften, welche Abstände hat. Wenn Sie sich erinnern, die Fraktion der festen Oberfläche, dieser Faktor F, der so wichtig war für den Kontaktwinkel, das wird hiermit variiert. Und später werden wir ein bisschen über den Gecko reden, warum der Gecko an der Wand kleben kann. Genau solche Strukturen werden dann synthetisch hergestellt, um zu testen, wie man so synthetische Gecko-Klebestreifen machen kann. Gut, dann kann man natürlich auch Partikel nehmen, um Oberflächentopografien herzustellen. Ich hatte es in der einleitenden Folie schon ein bisschen gezeigt. Also das ist was, was wir ganz gerne machen. Und wir verwenden kolloidale Partikel, kleine Partikel, und nutzen aus, dass die schön geordnete Schichten an der Luft-Wasser-Grenzfläche bilden. Das Bild hatten Sie schon gesehen. Das heißt, wir können hier die Partikel wirklich auf die Luft-Wasser-Grenzfläche rutschen lassen, können hier so einen Film bilden, den rausziehen und dann bekommen wir sowas. Auch hier ist wieder
Elektronenmikroskopie. Sie sehen, wie effizient und wie hochauflösend das ist. Sie sehen hier, die Partikel sind ungefähr 200 Nanometer groß, also sehr, sehr kleine Strukturen. Und die sind schon sehr geordnet auf der Oberfläche. Wozu ist das gut? Jetzt hat man diese kolloidale Maske. Jetzt kann man verschiedene Strukturen damit machen. Zum einen kann man gerichtete Ätzprozesse hier anwenden. Sie sehen hier, wird in die Richtung geätzt und man kann in das Substrat auf einmal reinschreiben. Und da, wo diese Partikel gelegen haben, wird das Substrat natürlich nicht weggeätzt. Dann bekommen Sie hier solche mini-kleinen Säulen, sogenannte Nanopillars. Und auch die haben ganz interessante Benetzungseigenschaften beispielsweise. Sie können auch jetzt hier selektiv dünne Filme drauf abscheiden, beispielsweise ein Goldfilm. Also Sie sehen, der Goldfilm wird jetzt hier überall durchgedampft, kommt aber nur da auf die Oberfläche, wo kein Partikel liegt. Und dann bekommen Sie entsprechend solche Lochfilme und Strukturen auf den Oberflächen. Und auch die haben sehr interessante optische Eigenschaften. Hier beispielsweise kombinieren Sie wirklich Leitfähigkeit mit Transparenz, einfach dadurch Transparenz, dadurch, dass Sie Löcher in einem kontinuierlichen Goldfilm haben. Und dann können Sie auch beispielsweise diese Partikel hier als Template nehmen, um dann so nanoporöse Oberflächen herzustellen. Das sieht man hier vielleicht ganz schön. Hier war der Partikel und hier ist jetzt überall dieses Nanoporen, dieser nanoporöse Film. Und das kann jetzt auch verwendet werden, um Benetzungseigenschaften einstellen. Hier können Sie sich vorstellen, die mechanischen Eigenschaften sind sehr gut, weil diese ganzen Strukturen miteinander verbunden sind. Hier brechen die natürlich viel einfacher ab, weil jede Struktur einzeln für sich steht. Also Sie sehen, ein riesengroßes Spielfeld und es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten und es ist wirklich spannend zu sehen, wie man Oberflächeneigenschaften einstellen kann über verschiedene Prozesse, einfach über die Chemie und die Topografie von der Oberfläche. Ja, damit sind wir auch am Ende von der Stunde oder auch von dem Kapitel über feste Oberflächen und ich fasse nochmal kurz zusammen. Also wir haben über die Oberflächenenergie von Feststoffen geredet, wir haben dann gesehen, wie man die messen kann, dann haben wir in der Stunde diskutiert, Adsorption, haben da die Langmuir-Isotherme insbesondere im Detail diskutiert und haben gesehen, wie die verläuft und welche Faktoren man verwenden kann, um dann die Parameter, vor allem die Oberflächenbedeckung und die Langmuir-Konstante rauszubekommen. Und dann haben wir uns beschäftigt mit Charakterisierung und insbesondere bildgebenden Verfahren, wie man Oberflächen eben charakterisieren kann, ne, über Elektronenmikroskopie, über Rasterkraftmikroskopie und haben dann ein bisschen gesprochen über Möglichkeiten und Ansätze, wie man die Strukturen und Eigenschaften von Oberflächen modifizieren oder einstellen kann, über Materialien, über Chemie, ne, diese selbst Assembled Monolayers oder über Topografie, über verschiedene Ansätze, um einfach zu zeigen, wie stark eigentlich die Eigenschaften von einem festen Material von der Oberfläche abhängen. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Thank you.